Wie schön. Ein Kuhtreiber, ich bin schon am Beach. Aber die machen glaube langsam dicht hier, weil morgen ist Mittwoch, da müssen die alles wegräumen. Das wäre jetzt aber kacke. Ein bisschen schade, dass die so früh schon dicht machen wollen. Am Abend ist meistens am schönsten. Also ich muss schnell umparkieren. In der Zwischenzeit gehe ich schnell an den Strand. Oh, schön. Oha, da ist High Tide. Ja, da hat es ja gar keinen Strand. Was ist denn da los? Wo ist der ganze Sand hin? Das ist der Grund, warum das ist die Regenzeit nicht so cool finde. Also auch die High Season. So viele Ausländer kommen ja im Dezember nach Thailand. Wahrscheinlich wegen den Weihnachtsferien und so. Aber halt auch, weil es nicht so heiß ist. Aber das Meer ist halt hier nicht gerade so schön. So, fast vergessen wieder zu sagen, nicht scharf, sonst kann ich schon wieder nichts essen da. Ich finde ein bisschen schade, dass wie gesagt am Abend, dass die bereits so früh dicht machen hier. Ich müsste noch ein bisschen weiter vorne dann, da gibt es so Street Food am Abend, aber ja, ich finde es halt da relativ gemütlich hier. So unser Stamm-Seafood-Platz hier, bei ihr da, ihre Familie, bin ich eigentlich sehr oft. Also, was haben wir hier bekommen? Eine Hoi, schau mal. Eine Chile. Hoi, nang lom. Hoi, ah, okay. Muscheln mit Zwiebeln. Getrocknete Zwiebeln. Und ich glaube, an einer leicht, ist eine Honigsoße oder ziemlich süß. Krieg gerade Fernweh. Ich vermisse das gelobte Land, glaube ich dir sofort. Oi. Oi. Das Zeug fliegt gerade davon. Jetzt Jui geht auf Lotto lose. Werde ich jetzt bald Millionär? Das ist immer noch was, was ich einfach auf den Tod hasse hier. Die geben immer noch so Plastikzeugs. Und da kommt das nächste. Die Dinge, die sind einfach Weltklasse hier. Diese Muscheln. Ich liebe die Dinge. Vor allem mit dieser Garlic-Soße da. Oh, die sind so lecker. Die kann ich echt empfehlen. Chaam Beach, Strand Nummer 9, glaube ich. Ich glaube, es ist die 9. Und da vorne so Schilder bei den Seafood-Dingen. Da ist die 7 und da hinten ist die 9. Die 9 ist extrem lecker. So, kriegen wir auch einen Witz da. Das eine Restaurant gibt richtige Teller, das andere bringt da den ganzen Plastikschrott. Könnte man eigentlich viel Abfall sparen. Jetzt kommt sie wieder. Da schaut sie was Neues. Schnell Nachschub geholt.
Heidi im Mai? Podai, okay. I think it's March. Doni mi falang yö mai. Nicht neu, ja. คุณขายทุกวันไหมทุกวันค่ะทุกวันนะสตาร์ทกี่โมงอะไรนะคะสตาร์ทกี่โมงแบบหนึ่งนะแม่ Ich hab zuerst gedacht, weißt du, das sind irgendwie so Kinder, das gibt's ja auch, die laufen hier einfach alleine am Strand entlang den ganzen Tag und verkaufen Sachen. Und ja, ich finde das relativ heikel, gefährlich, weil die sind dann alleine und relativ weit weg auch von den Eltern. Aber offensichtlich ist es immer öfter so, dass die Leute, die hier so diese Liegestühle hier vermieten, ja, die haben halt Familie und meistens ist die Familie auch am Strand und dann helfen die ein bisschen. Sie, so wie es ausschaut, wenn es stimmt, was sie jetzt gesagt hat, dass ihre Mutter da hinten steht, gut, die hat zwar auch vorher gerufen, stimmt schon, verkauft sie einfach hier bei diesen Liegestühlen hier ein bisschen Zeugs. Jetzt wird's interessant. Oh, Mama ruft, hä? Mit dem Löwen rein. Ah, okay. โอเคไหมโอเคค่ะเก่งมากนะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Ich hab letztens mit einem Zuschauer gesprochen, der hier war zu Besuch und der ist Taucher und ich habe ja seit ich 18 Jahre alt bin, tauche ich ja oder sogar noch früher, weiß jetzt gar nicht und der wird wahrscheinlich bald nach Hua Hin ziehen und er hat mich gefragt, ob ich Bock hätte hier zu tauchen oder ob es hier Möglichkeiten gibt zu tauchen, weil ich, wenn ich es mir so ausrechne, anstatt eine Kite-Ausrüstung wieder zu kaufen, die noch irgendwie in ein paar Jahren wieder absoluter Schrott ist bei dieser Hitze und beim Salzwasser und allem, eher wieder eine neue Tauchausrüstung zu holen und im Meer tauchen zu gehen. Weil es ist halt schon, wenn du dann, also dann würde ich mir noch einen Kompressor zulegen, in den Garten stellen, einen eigenen Kompressor, dann kannst du die Flaschen auch gleich selber voll machen. Oder bei den Tauchshops voll machen, wenn es einen hier gibt. Ich glaube, ich bin nicht mal sicher, ob es hier überhaupt einen gibt. Vielleicht gibt es in Hua Hin einen. Und dann kann man selber einfach im Meer tauchen gehen. Das wäre eigentlich das kleinste Problem. Das größte Problem ist, es gibt hier keine Tauchplätze in Cha'am oder Hua Hin. Ich glaube, so Dolphin Bay im Süden, südlich von Hua Hin, ist eine Option.
Aber das ist halt jedes Mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten fahren oder noch mehr. Wahrscheinlich eine Stunde oder so. Ja. Also ich muss mich mal ein bisschen umhören, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, hier in Cha'am tauchen zu gehen. Also ich weiß, wie gesagt, es gibt von hier eine Stunde. Nee, stimmt nicht, das ist nicht eine Stunde, es ist viel weiter. Also Dolphin Bay oder in der Nähe vom Nationalpark da unten. Dort kann man vielleicht beim Felsen ein bisschen tauchen gehen, dort geht ein Felsen. Draußen im Meer hat es einen großen Felsen. Das kann sein, dass man dort vielleicht noch ein bisschen was sieht. Einige werden sich jetzt fragen, ja, warum tauchst du nicht einfach vom Strand aus? Das Problem hier ist, das Wasser ist so seicht, da wird es gar nicht so richtig tief. Also es ist ja, da kannst hunderte von Meter rauslaufen, bis es mal tief wird, also richtig tief. Dass es auch lohnt zu tauchen. Und dann hast du halt auch die ganzen Boote hier. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. Dann wäre schon besser irgendwo an einer Felswand oder so oder halt etwas weiter draußen. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen, was ist bei euch jetzt? Nachmittag. Und für die in Asien einen schönen Abend, bleibt gesund und Grüße aus dem wunderschönen Thailand.